Fast 4 Jahre nach 2 verheerenden Terroranschlägen in Tunesien hat ein Gericht 7 Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Keiner von ihnen war direkt an den Anschlägen beteiligt. Vielmehr handelt es sich um Unterstützer der Haupttäter. Das Verfahren stand in Verbindung mit den Angriffen auf das Bardo-Museum in der Hauptstadt Tunis und auf Touristen im Badeort Sousse. In einer Hotelanlage hatte ein 24 Jahre alter Tunesier im Juni 2015 insgesamt 38 Urlauber getötet. Die meisten Opfer waren Briten, 2 Deutsche kamen ebenfalls ums Leben. Im März zuvor hatten Bewaffnete im Nationalmuseum Bardo mehr als 20 Touristen getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamierte beide Taten für sich.